Fußballstadion ist jetzt ein Wohnzimmer mit 750 Sofas von zu Hause mitgebracht. Und schon nach 12 Minuten fällt das erste Tor für die deutsche Mannschaft. Rückblick. 9 Uhr am Vormittag. Die Veranstalter sind die Ersten im Stadion. Das mit den Sofas war ihre Idee. Wenn du stehst, bist du da ganz schön sauer, oder? Heute ist ein besonderes Spiel. Sie wollen, dass alles perfekt ist. Doch jetzt das. Der Lautsprecher wurde falsch aufgehängt. Die Banane hängt, wenn ich da drüben stehe, den Leuten ein Stück im Bildschirm. Und wenn die heute herkommen mit einer großen Erwartung, schönstes Fußballbild der Welt zu sehen, und dann hängt da so eine große Banane, vielleicht genau vor dem Tor, wo nachher noch Elfmeterschießen ist, dann kriegst du, glaube ich, keine gute Laune. Um die Ecke eine Familienbäckerei. Der Juniorchef Christian Scholz ist seit 8 Stunden auf den Beinen. Er liefert die Brötchen für das Public Viewing im Stadion. Die Fußball-Weltmeisterschaft bedeutet für ihn 40% mehr Umsatz am Tag. Das sind jetzt 7.800 Stück. Das ist schon mit einer der größten Aufträge, die wir immer haben. Zur gleichen Zeit am Stadtrand von Berlin. Mache ich die kurz oder lang? Sie haben heute früher Schluss gemacht mit Studium und Job, junge Fußballfans. Ihr Sofa steht schon im Stadion. Deutschland-Trikots, Schminke und Schals. Zusammen haben sie 200 Euro fürs Outfit ausgegeben. Gerade zur Weltmeisterschaft, bei so einem großen Turnier, will man ja zeigen, okay, ich bin stolz auf mein Land, ich bin für mein Land, wir fiebern mit emotional. Irgendwie ist das ganze Land, das ist eine große Freundschaft. Gleich 14 Uhr im Stadion. Noch sind die 750 Sofas leer. Dieser Trupp soll den Fußballfans Essen und Trinken verkaufen, allen voran die Chefin des Caterings. Dann haben wir Reinhard, Viertelstunde noch bis Einlass, ja? Getränke und Snacks sind teurer als beim normalen Bundesligaspiel, denn die Veranstalter nehmen von den Fans keinen Eintritt. Okay. Hört doch noch mal kurz zu. Ja, also das ist hier der Wohnzimmerbecher und das ist hier der für das Flaschenbier. Wir haben festgestellt, wenn man das Weizen umschüttet, ihr kriegt das nicht hier rein oder zumindest nicht schnell genug, um einen guten Absatz zu erzielen. Sie hat 100 Mitarbeiter im Einsatz. Ja, bei den Deutschlandspielen ist die Herausforderung, wir wissen nicht, wie viele Leute kommen. Wir haben ja Eintritt frei, das heißt, wir müssen auf alles vorbereitet sein, von 2000 Leute bis hier ja maximal 13.000 Leute. Das ist natürlich für die Ware und fürs Personal relativ schwer zu koordinieren. Ihr Kollege, der Technikchef, Soundcheck und Kontrolle der LED-Leinwand. So, könntest du jetzt mal bitte das nochmal abspielen? Wir wollen das nicht machen, wenn die Gäste kommen, Stefan. Seine Mannschaft arbeitet in 3 Metern Höhe direkt hinter der Leinwand. Genau, die meinte ich ja von der Presse. Sie holen das Spiel aus Brasilien nach Berlin auf den Bildschirm. Also wenn hier mal was ausfällt, dann haben wir relativ viele Möglichkeiten. Ich kann das mal am Beispiel der Satellitenverbindung sagen. Wir haben also 2 Satelliten, die uns beliefern. Danach haben wir immer noch das DVB-T-Signal, also das terrestrische Fernsehsignal. Und wenn alles schief geht, dann können wir immer noch Inforadio hören. 17 Uhr, Lisa Wulbusch und Max Warland sind auch endlich im Stadion angekommen. Wie fast 12.000 andere Fans. In Deutschland ein Trend. Immer mehr Fans schauen sich die WM-Spiele gemeinsam an. Doch gemütlich auf dem Sofa machen sie es nur hier. Und dann das erste Tor der deutschen Nationalelf. Durchatmen und Bier holen. Ein Bier kostet 4 Euro. So teuer wie in einem guten Restaurant. Über 100 Fässer werden an einem Abend geleert. Für Max Warland gehört die Bratwurst dazu, im Brötchen von Bäcker Scholz. Das ist der Wahnsinn. Absolut. Weiter geht's. Am Ende ein 4:0 Sieg, erfolgreicher Auftakt der deutschen Mannschaft. Doch alle erwarten mehr, Fans und Veranstalter. Denn je weiter die Deutschen kommen, umso spannender die Spiele und lukrativer die Geschäfte.